Heute geht es ins letzte Gruppenspiel der UEFA Champions League gegen Lazio Rom. Wir verzichten mal auf die Pressekonferenz. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei FIFA 21 in der Managerkarriere mit dem BVB. Wir sind sicher durch, Lazio ist auch sicher durch. Ich glaube, wir könnten uns heute vielleicht sogar darauf einigen, dass wir uns nicht groß die Bälle um die Ohren schießen. Ich befürchte, Leipzig ist die Aufgabe danach. Ich befürchte, Lazio wird es uns aber doch ein wenig schwerer machen. Was ist denn hier schon wieder? Ach so. Aber wieso kann Chan das denn spielen? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. ZM, ZDM? Ach so, weil er... Ah, Position beide. Da sehe ich es gerade. Ah, und... Ah, ja, okay. Okay, Verwirrung vorbei. Dann lassen wir Dietrich nicht spielen. Darf Opoku wieder auf die Bank. Jonathan Tah heute dann ins Spiel für Garcia. Was können wir noch machen? Renier da. Dann haben wir Brandt für Reus. Steffen im Tor. Irgendwie noch im Mittelfeld vielleicht. Ja, ich würde gerne Dietrich eigentlich mitnehmen. Aber wenn die Positionen von Witzel und Can ZDM sind, dann ist es auch doof. Dann könnten wir Raschel mitnehmen, komm. Was soll der Geiz? Haaland darf dann komplett zu Hause bleiben, von mir aus. Zumindest für diese Partie und wir starten rein. Gegen Lazio Rom. Habe ich ein bisschen Angst vor oder ein bisschen zu viel Respekt vielleicht. Wobei wir das eigentlich gar nicht haben müssen. Wir haben super Rückendeckung oder eigentlich einen richtig guten Schub aus den letzten Spielen. 3:0 in der Champions League gegen Belenenses. 6:1 in der Bundesliga gegen Schalke. Gegen Stuttgart, 2:1 gegen Schalke. Wir schauen einfach mal. Und wir haben ja auch das Hinspiel gegen Lazio gewinnen können. Von daher, normalerweise sollte das alles kein Problem sein. Aber ich sehe schon wieder den Untergrund und könnte mich aufregen. Ich würde ja den guten Stadionsprecher etwas übersetzen, aber mein Italienisch ist sehr, sehr eingerostet. Jetzt haben sie auch noch Umtiti. Oder hatten sie den auch schon beim ersten Spiel? Bin gerade sehr überrascht. An Rashica erinnere ich mich zum Beispiel noch, aber Umtiti? Na gut. Wir sind im Angriff mit Reyna. Brandt. Und Reyna. Also der andere Reyna darf sich zum ersten Mal auszeichnen. Guter Versuch von Julian Brandt. Aber auch eine sehr schöne Parade. Sancho mit dem Ball in die Mitte und Hummels. Da sieht man auf jeden Fall unseren Plan, den wir verfolgen. Aber der Ball war leider nicht kontrolliert genug und Pepe Reina darf abstoßen. Lucas Leiva. Luis Alberto. Oh, schöner Ball hier auf Lazari. Gut gemacht von Firpo und dann auch sehr gut von Axel Witzel. Sancho. Meunier. Versucht den Seitenwechsel, gelingt allerdings nicht. Rashica. Milinkovic-Savic. Lulic. Und Steffen. Zum ersten. Aber Rashica weiterhin am Ball. Gut geblockt. Und Brandt auf Jadon Sancho. Zieht mit großen Schritten in den 16er.
Radu köpft ihn raus. Lässt Renier da gar keine Chance, überhaupt irgendwie an den Ball zu kommen. Lulic. Rashica. Caicedo. Schön von Firpo und dann das Kopfballduell. Leider verloren von Brandt hier. Und Leiva. Milinkovic-Savic. Lulic. Steffen zum Zweiten. Und Meunier schenkt Lazio die Ecke. Ich glaube, da können wir aber auch mit leben. Umtiti. Gegen Witzel und das war ein Foul, sagt Schiri, sagt der Schiri. Oh, der hat sogar orangenes Freistoßspray. Wie schön. So, da stellen sich so ein paar Leute auf. Und komplett anders geschossen als gedacht. Und den Nachschuss hat Steffen. So, Sancho. Versuch eines Seitenwechsels auf Firpo. In diesem Spielabschnitt oder Feldabschnitt nicht so gut, aber der Fehlpass zum Glück dann gespielt von Lazio und Brandt. Versucht nochmal Sancho lang zu schicken. Klappt leider nicht, Umtiti. Und Radu. Lukas. Hoher, weiter Ball, der landet im Aus. Gar keine Möglichkeit für Lazari, da noch ranzukommen. Rashica. Si ricorda il gentile pubblico che le auto parcheggiate in divieto di sosta verranno rimosse forzatamente. Il consiglio è quello di spostarle immediatamente. Rashica. Geblockt von Tah. Lulic. Abseits? Ah. Sehr schön. Emre Can. Für Renier. Luis Alberto. Rashica. Und das ist Firpo mit einer interessanten Variante, aber locker runtergespielt dann von Hummels. Und Steffen für Meunier. Nächster Seitenwechselversuch. Jetzt haben wir zumindest mal den Ball berührt auf der anderen Seite, dann geht er trotzdem direkt zum Gegner. Lukas. Luis Alberto. Und Lazari. Hereingabe gut wieder rausgeschoben. Rausgeklärt, wie auch immer. Von Tah. Caicedo. Und Steffen. Und Elfmeter. Wieso denn schon wieder Elfmeter? Ich finde es eigentlich so lächerlich, aber gut. Und das ist Milo Rashica, der jetzt antritt gegen Zach Steffen. Und der trifft. 1:0 Lazio. So, Rashica trifft zum ersten Mal tatsächlich in der Champions League und dann auch noch gegen uns. So ein Mist. Brandt.
Lukas. Ludic. Immer noch Ludic. Und gut von Meunier. Aber auch gut von Ludic. Wir bleiben trotzdem am Ball. Witzel. Der Ball ist für Reiner. Oh, gut gemacht und Reiner 1-1. Super Zusammenarbeit von Reiner und Reiner. Aber auch stark durchgesetzt von Giovanni Reiner hier auf der linken Außenbahn. Ich dachte, die Flanke wird eventuell geblockt, aber die kam durch und Reiner steht gut in der Luft. Das ist aber auch sehr verwirrend, ne? Reiner auf Reiner und mit diesem Kopfball überspielt Reiner Reiner. So, Champions League Tor Nummer 4. Und Caicedo. Das ist wieder Reiner, der den Ball verliert. Luis Alberto. Caicedo. Ja, und gut gespielt, Lazari. Nochmal für Alberto. Und stark gemacht von Tah. Gibt den Eckball. Ohne Rücksicht auf Verluste rausgeköpft von Can. Ludic. Luis Alberto. Und Firpo. Und dann ist das der Abpfiff. 1-1 steht es zur Pause. Sehr, sehr schönes Spiel bis hierhin, muss ich auf jeden Fall sagen. Der Elfmeter war zwar unfassbar unnötig, aber gut, passiert. Auf den anderen Plätzen haben wir Chelsea Sevilla 0-0, Sirius gegen Stade Rennes 1-1, Belenenses Brügge 0-1, Barcelona Piemonte Calcio 1-0, Jagiellonia 0-1 gegen Dynamo Kiew, Manchester United gegen PSG 0-1 und Milipol Başakşehir hier 0-2 gegen Leipzig. Also Leipzig auch sehr gut gerüstet für unser kommendes Bundesliga-Duell. So. Jetzt binden wir Reiner mal. Gott, ich komme so durcheinander mit den Namen. Ich wollte gerade sagen, jetzt binden wir nicht Reiner, sondern Meunier mit ins Spiel und. Ja. Hat super funktioniert. Gut, Ball im Aus, Einwurf Can. Meunier. Reiner. Witzel auf Reiner. Die nächste Flanke, diesmal geblockt. Caicedo. Lazari. Gut gemacht von Meunier, aber dieser Ball unfassbar ungenau gespielt. Daher im Aus und eine Auswechslung bei Lazio Rom. Es geht Ludic und für ihn kommt Bardi. Abseits Lazari. Aber auch unfassbar knapp. Also da hätten wir uns noch beinahe austricksen lassen. Lukas. Luis Alberto.
und Lazari. Milinkovic-Savic. Rashica. Und stark durchgesetzt. Und Sancho versucht es mit einem Ball auf Außen für Brandt, der immerhin noch den Einwurf für uns rausholt. Wir bleiben hier also etwas weiter vorne. Werden aber auch sehr, sehr gut bedrängt, muss man schon sagen. Renier einfach mal Abschluss, den Abschluss gesucht. Gibt Abstoß? Warum denn Abstoß? Was? Also ich habe da jetzt nicht unbedingt Renier zuletzt am Ball gesehen, aber wenn der Schiedsrichter meint, Brandt. Und Julian Brandt knallt das Ding an die Latte. Witzel. Was wäre das bitte für ein Tor gewesen, wenn Julian Brandt den etwas niedriger angesetzt hätte? Aber so muss man sich wenigstens nicht mit der Abwehr rumplagen, ne? Man kann einfach die Abwehr überspielen. Und direkt das Tor treffen, aber naja. Radu. Mi. Lazari. Rashica. Und das 2:1, Entschuldigung, für Lazio. Milinkovic, Savic. Ja, einfach überragend gespielt. Und wir kennen Milinkovic, Savic noch aus der Zeit von FIFA 20, da hatten wir ihn bei Liverpool. Und wir wissen, wie gefährlich der sein kann. Lukas. Und Caicedo. Steffen nochmal richtig gut dabei. Milinkovic-Savic wieder. Rashica. Und Steffen. So. Caicedo geht runter bei Lazio, habe ich gerade gehört. Bei uns kommt Morelos für Renier. Und Berenguer ist im Spiel für Caicedo bei Lazio. So, gerade noch gesehen, Bardi mit einem weiteren Schuss, den Zach Steffen pariert. Also wieder Eckball Lazio. Luis Alberto. Stark von Hummels. Und Emre Can. Hat da zwei Möglichkeiten, er wählt Brandt. Sancho wechselt da so ein bisschen in die Mitte. Und dann verliert Brandt den Ball. Es läuft richtig gut. Also Lazio zeigt uns gerade so ein bisschen die Grenzen auf. Morelos. Ballverlust gegen Mi. Lazari. Ballverlust gegen Hazard.
komm, ey. Milinkovic-Savic verliert den Ball gegen Witzel. Aber weiter im Ballbesitz Lazio. Und dann so unnötige Ballverluste sofort nach einer Parade. Nach einer guten Parade. Aber Lazio steht jetzt hoch. Wir könnten also eventuell mit 1-2 langen Bällen richtig gut agieren. Wenn wir in Ballbesitz kommen natürlich. Das ist die Hauptbedingung und es gibt nochmal einen Freistoß. So, Reus für Brandt. Und jetzt Sancho. Treibt hier den Ball voran. Und behält ihn. Sehr, sehr stark gemacht. Firpo. Und Hazard. Jagt den da in den römischen Nachthimmel. Und das war, glaube ich, auch unsere letzte Möglichkeit hier. Noch was zu reißen. So ist es auch. Lazio Rom gewinnt gegen Borussia Dortmund mit 2-1. Wir haben uns nicht schlecht verkauft. Wir hatten wirklich unfassbare Probleme. Wir hatten allerdings unfassbare Probleme. So rum passt es besser. Wirklich nach vorn durchzukommen. Interview, bitte. Irgendwelche Überraschungen? Sah jetzt gerade nicht so aus. Auf den ersten Blick. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Schweres Spiel heute. Hat ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt? Nein, natürlich ist das eine enttäuschende Leistung, aber wir haben eine super Truppe. Die Jungs unterstützen sich alle gegenseitig, davon werden wir uns auf jeden Fall erholen. Das zweite Spiel gegen Lazio ist nicht so gelaufen, wie sie es sich erhofft hatten. Was ist schiefgelaufen? Der Druck auf die Mannschaft ist enorm. Das Ergebnis ist unglücklich, aber ich hoffe, in den nächsten Spielen läuft es besser. Nach dem Rückstand in der zweiten Hälfte kam Borussia Dortmund einfach nicht mehr ran. Wie lautet Ihr Kommentar dazu? Nach dem Tor wusste Dortmund natürlich, wie sie das nach Hause bringen können. Wusste Rom natürlich, wie sie das nach Hause bringen können. Sie haben uns die Räume... Dass da ständig falsche Teamnamen stehen, das irritiert mich. So. Erstmal kriegen wir ein bisschen Preisgeld. 27,8 Millionen Euro. Natürlich. So, Spiel gegen Bayern ist jetzt am 14. März statt am 12. März. Okay. Und Abschlussbericht Ansu Fati. Der ist jetzt 17 Millionen wert. Leute, wir könnten es eigentlich direkt versuchen, ne? Eventuell auch erstmal eine Leihe, wie gesagt. Wir könnten es eigentlich wirklich angehen. Und danach könnten wir auch direkt mal versuchen, Renier aus der Leihe von der Leihe direkt, okay. Dann versuchen wir zu kaufen. Danach können wir versuchen, Renier aus der Leihe direkt zu verpflichten. Und was ist denn hier bitte mit dem... Was ist denn das? Wieso sehen jetzt beide gleich aus? Komm, machen wir 20. Faires Angebot. Oh, Leute, für 20 Millionen Ansu Fati. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird sehr gut.
Ja, immerhin sieht der Spieler so aus, wie er aussehen soll. Ja, sporadisch ist in Ordnung. 4 Jahre kann er haben. Freigabesumme würde ich übergehen wollen. Ne, er hätte gerne eine von 52 Millionen. Kein Ding. Dann machen wir das. Ja. Wir haben uns Ansu Fati geholt. Das ging leichter als gedacht. Und dann, wie gesagt, gerne noch Renier. Da würde ich ungern wollen, dass der wieder geht. Na, wie sehen sie jetzt aus? Sie sehen wieder gleich aus. Okay, das läuft wirklich viel zu glatt. Achso, und jetzt können wir... Okay. Hatte mich jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass da jetzt nicht direkt im Menü was stand. EA, was da los, ey. So, Perspektivspieler kann er haben. Der ist auch erst 18, ey, krass. Akzeptieren, 4 Jahre machen wir. Übergehen wir. Und er hat auch schon eine Vorstellung, was er verdienen will. Die machen es einem so einfach, diese jungen Leute. Einer von uns. So, wir haben uns mit Renier geeinigt und er hat sich dem Team angeschlossen. Er ist trainingsbereit und spielbereit. Ach so. Natürlich. Jetzt kriegt er noch einen Entwicklungsplan. Dass er sich doch bitte hier zum Stoßstürmer entwickelt. Dauert 16 Wochen. Dann ist er bis dahin trainiert. Und ja. Hey Boss, ich möchte Ihnen nur kurz sagen, wie sehr ich mich freue, dass sich die Vereine jetzt einig geworden sind. Sie wissen, wie gerne ich hier bin. Hoffentlich können wir nun gemeinsam Erfolge feiern, meine Güte. Es hat lange gedauert, bis alle Details geklärt waren. Ich freue mich, dass du nun dauerhaft bei uns bleibst. Seit du deine Leihe hier angetreten hast, hast du mich mit deiner Einstellung überzeugt. Du kannst bei uns entscheidende Impulse setzen. Und mir eine Trophäe einbringen. Darf man nicht vergessen. Das sind auch wichtige Punkte. So, dann gibt es jetzt einen Regenerations- und einen Erholungstag. Und dann geht's im nächsten Spiel gegen Leipzig und das wird ein großes, großes Topspiel, denn ja, Zweiter gegen Vierter und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen in dieser Folge und sage dann bis zum nächsten Mal und ciao.